Hallo und herzlich willkommen zum Pontes Live Event. Mein Name ist Julia Garschagen, ich bin die Leiterin des Pontes Instituts und komme hier aus Köln und freue mich sehr, dass ihr heute alle da seid. Wir begrüßen Sie und euch alle, manche sind alte, lange Weggefährten des Pontes Instituts und schon lange mit uns unterwegs und darüber freuen wir uns sehr. Manche sind zum allerersten Mal bei einem Event vom Pontes Institut, auch das freut uns sehr. Ich hoffe, ihr und euch fühlt euch alle herzlich willkommen, wir haben uns so auf diesen Abend gefreut. Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch Professor Dr. Heino Falke, der hier vorne sitzt und von dem wir gleich inspirierende Ausflüge in die Welt der Astrophysik und der Wissenschaft hören werden. Heino Falke ist Professor für Astrophysik und Radioastronomie am Institut für Mathematik, Astronomie und Teilchenphysik an der Radboud-Universität in Nimwegen. Das musste ich ablesen, das konnte ich mir nicht alles merken. Aber er ist auch Gastwissenschaftler am Max-Planck-Institut in Bonn, also down the road oder down the river. Er erforscht unter anderem schwarze Löcher und er ist der Mitinitiator des ersten Fotos sozusagen eines schwarzen Lochs. Das hat nicht nur in der Wissenschaft für große Wellen gesorgt, sondern ich kann mich erinnern, dieses Bild, also nicht von Herrn Falke, sondern von dem schwarzen Loch, war damals sogar bei mir auf der GMX-Startseite. Ja, hier nickt jemand, kann sich erinnern. Also das hat groß für Furore gesorgt. Heino Falke hat auch ein Buch darüber geschrieben, das heißt Licht im Dunkeln, kann ich sehr empfehlen. Für seine großen wissenschaftlichen Verdienste hat er etliche Preise und Auszeichnungen bekommen. Besonders spannend fand ich den Spinoza-Preis. Das ist nämlich der niederländische Nobelpreis. Und eigentlich müsste man Sir Heino Falke sagen, weil Heino Falke nämlich von der niederländischen Krone zum Ritter geschlagen wurde für seine wissenschaftlichen Verdienste. Also bitte später alle nur noch mit Sir anreden. Lieber Heino, ich freue mich sehr, dass du heute Abend hier bist und uns hineinnimmst in deinen Vortrag auf eine Reise zu den Grenzen von Raum und Zeit. Ich werde erst ein paar grundlegende Bemerkungen machen zum Thema Glaube und Wissenschaft, auch so ein bisschen in die Geschichte zurückgehen dann, weil Astronomie und Religion natürlich auch eine sehr lange Beziehung haben und auch heute eigentlich immer noch sehr nah beieinander liegen, weil uns Physik und Astrophysik und Astronomie wirklich an die Grenzen von Raum und Zeit bringen, uns auch herausfordern, immer wieder mal hinauszuschauen in die Weiten des Alls und eben an unsere Grenzen zu kommen und auch manchmal an die Grenzen unseres Verstandes. Aber ich fange erst mal an, über Glaube zu reden. Grundsätzlich, was ist Glaube? Ich würde behaupten, jeder Mensch glaubt. Also auch der sagt, er glaubt nicht, glaubt dann wieder irgendwas anderes, zum Beispiel, dass er nicht glaubt. Und Glaube ist auch notwendig, weil es gibt einfach unbeschreibliche, unverfügbare Geheimnisse, Entscheidungen, Dinge des Lebens, die ich nicht verstehe. Und ich muss vieles einfach glauben, weil ich nicht alles selber in der Hand habe. Ich kann nicht alles entscheiden. Es gibt keine App, die auf alle meine Fragen eine Antwort hat. Die wird es auch nie geben, behaupte ich. Und Glaube ist eigentlich etwas, was meine ganze Persönlichkeit ausfüllt und meinen Lebensweg bestimmt. Zum Glauben gehört ein Gottesbild, nämlich das Unverfügbare, der Ursprung von allem. Und auch da hat jeder Mensch ein Gottesbild. Und bei manchen ist das eine Lehre, eine bewusste Lehre oder ein bewusstes Fragezeichen. Man sagt, das interessiert mich nicht, will ich gar nicht drüber nachdenken, weil es nicht verfügbar ist. Und dieses Gottesbild, das ich habe und mein Glaube bestimmt diese Beziehung zu diesem Gott, ist das eine rein akademische Beziehung, ist das eine sehr persönliche Beziehung, ist das eine Beziehung, die durch eine Mauer bestimmt ist? Und das hat dann Auswirkungen darauf, wie ich mein Leben lebe. Denn mein Bild von Gott, von dem Ursprung, von dem, wie die Welt funktioniert, bestimmt auch, wie ich diese Welt sehe und wie ich mit dieser Welt umgebe und wie ich mich selber sehe und wie ich die Gesellschaft sehe. Deswegen ist es schon essentiell zu wissen, was man glaubt.
Und es ist auch, glaube ich, für eine Gesellschaft essentiell zu wissen, woran sie glaubt, was sie glaubt, wie sie mit Glauben umgeht, welchen Glauben sie zulässt. Und letztlich, Glaube ist natürlich Antwort auf die Sinnfragen. Das haben wir eben schon gehört. Meine Aufgabe im Leben, was meine Berufung, nicht nur was mein Beruf, was meine Berufung im Leben, warum mache ich das alles? Was gibt mir Hoffnung für die Zukunft? Selbst ja, gerade in schwierigen Phasen, wenn ich eigentlich keine Zukunft sehe, wie kann ich dann noch Hoffnung leben? Woraus ziehe ich meine Hoffnung? Bis hin zur Frage natürlich, was bleibt nach meinem Tod? Ist da nichts mehr oder habe ich eine Hoffnung, die über diesen Tod hinausgeht? Das sind allgemeine Fragen und ich glaube, dass viele Religionen und jeder Mensch mit auf die eine oder andere Art und Weise mit diesen Themen umgeht. Und dann rede ich über meinen christlichen Glauben, der ist natürlich ja, christlich geprägt durch die Überlieferung, durch persönliche Erfahrungen. Und für mich ist Glaube eigentlich eine Erfahrung der Befähigung. Meine Erfahrung ist, dass Gott mich liebt und er befähigt mich zu handeln und zu lieben. Und meine Berufung im Leben ist eigentlich, meine gottgegebenen Gaben einzusetzen. Nicht für mich selber, sondern für die gesamte Schöpfung und für uns Menschen. Und das kann manchmal nur ein Mensch sein, das können viele sein. Jeder hat seine eigene Berufung im Leben. Wichtig ist mein christliches Gottesbild. Wir reden ja oft von diesem dreieinigen Gott und das finde ich immer so ein schwieriges Thema eigentlich. Und mir fiel irgendwann auf, das ist total genial, dieses dreieinige Gottesbild des christlichen Glaubens. Weil es sind einfach drei verschiedene Gotteserfahrungen. Das eine ist der Schöpfer, der Ursprung von allem. Das kann manchmal auch ein sehr philosophischer und entfernter Gott sein. Wenn man darüber nachdenkt, was ist der Ursprung von allem? Das ist so weit weg, aber es ist auch etwas, an dem ich nicht vorbeikomme. Denn diesen Ursprung, diesen Gedanken und den Ursprung, den muss jeder irgendwie haben. Wo kommt das alles her? Ist das nur ein Knall? Ist es etwas Gewolltes? Ist es Zufall? Wo kommen wir her? Oder hat es nie irgendeinen Anfang gegeben? Das war tatsächlich auch so ein Gedanke, den man vor 100 Jahren hat, der wissenschaftlich heute widerlegt ist. Dann das zweite Bild, Jesus Christus, der Name christlicher Glaube natürlich, der kommt daher, wo Gott auf einmal ganz schwach wird, ohnmächtig, klein, erfahrbar, menschlich. Nicht der große, ferne Gott, sondern der nahe Gott, der Gott, der mitleidet. Der Gott, der mir keine akademische Antwort gibt auf die Frage, was ist Leid, sondern und warum leidet der Mensch, sondern der mitleidet mit mir. Der Leid nicht abschafft, aber der im Leid da ist. Das ist auch mein Gottesbild. Und dann als letztes der Heilige Geist, das ist dann die verbindende Kraft, die Menschen verbindet, die mir vielleicht auch Mut gibt in wichtigen Situationen, die mir Worte gibt, aber die vor allem ja Menschen verbindet und mehr ist als nur einer, sondern wir sind Teil eigentlich einer Gemeinschaft. Und dann gibt es natürlich noch einen ganzen Überbau und das ist dann die Religion. Jeder ist Teil einer Religion, Protestant, Katholik, aber eben auch andere Religionen weltweit, die großen Weltreligionen. Und dazu gibt es eine bestimmte Theologie. Und Religion, ich habe es darunter geschrieben, Religionen sind vielfältig und unvollkommen, das ist auch so. Auch meine Religion und meine Theologie oder die Theologie, an der ich sozusagen groß geworden bin, ist sehr unvollkommen. Und wir erleben ja immer wieder die Diskussionen über die Probleme, die die Kirche hatte und hat. Aber es ist nötig. Ich denke, es braucht einen praktischen und theoretischen Überbau, wo wir es schaffen, irgendwie Glaube miteinander zu leben. Und wir wissen, wie schwer es ist, wenn viele Menschen zusammen versuchen, ja, eine gemeinsame Richtung zu finden. Das ist nie leicht. Aber es ist nötig. Und deshalb ist, glaube ich, Glaube ohne Kirche, ohne Gemeinschaft eben auch nicht möglich letztlich. Es ist sozusagen nicht die beste, aber die Kirche ist immer irgendwie, ich leide immer an meiner Kirche, das ist einfach so. Aber ohne geht es irgendwie auch nicht. Also das ist.
Und ja, und vielleicht so noch ein Gedanke zur Religion als Naturwissenschaftler. Also Gott ist das eine und mein Glaube und Religion ist sozusagen ein Versuch einer Beschreibung Gottes, ein Versuch der Beschreibung der Erfahrung Gottes. Und das ist auch immer unvollkommen. In der Naturwissenschaft versuchen wir das Gleiche. Wir versuchen, die Welt zu beschreiben mit Theorien, mit Modellen. Und wir beschreiben bestimmte Aspekte. Jedes Modell, jede Theorie beschreibt einen bestimmten Abschnitt der Welt und das kann es meistens sehr gut. Aber die gesamte Welt zu beschreiben, das kann kein einziges Modell. Es ist grundlegend unmöglich. Das heißt, jedes Modell ist so, es ist immer gut, aber es ist nie vollkommen. Und genauso ist, glaube ich, unser Bild von Gott und auch unsere Religion niemals vollkommen, weil wir können das Große, das Allmächtige, wir können Gott nicht beschreiben in einer, also jemand, der sagt, er wüsste genau, was Gott ist, dem würde ich nicht glauben, dann würde ich sofort weglaufen. Ja, weil das geht einfach nicht. Wenn ein Gott begreifbar wäre von einem Menschen und der alles wüsste über Gott, dann wäre es kein Gott. Ja, also das wäre kein Gottesbild für mich. Letzter Punkt natürlich Bibel, der im christlichen Glauben eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und ich liebe die Bibel, ich lese unglaublich gerne drin, vor allem diskutiere ich gerne über die Bibel. Ja, also wir benutzen die Bibel oft immer so, das ist sozusagen das Wort Gottes und bang, das hast du so anzunehmen. Nee, das ist genau wie mit einem Lehrbuch in der Physik. Ja, wenn du ein Lehrbuch in der Physik hast, dann hast du da Aufgaben drin, dann musst du dich damit beschäftigen. Ja, ist nicht so, dass dir gesagt wird, so ist es, sondern bei uns in der Physik zumindest, dann musst du Experimente machen, du musst Aufgaben rechnen, musst das selber mal nachrechnen und nachprüfen. Und genau das ist eigentlich, denke ich, auch die Herausforderung der Bibel, dass sie sagt, komm, red mit mir, red miteinander darüber. Und was ich auch spannend finde, so aus wissenschaftlicher Sicht, es ist eben keine Monographie, die irgendjemand mal geschrieben hat, sondern es ist eigentlich peer-reviewed, sagen wir in der Naturwissenschaft. Das heißt, peer-review heißt, dass du sozusagen, da schreibt jemand einen tollen Fachartikel, aber den kannst du nicht so publizieren, sondern der wird erstmal von Gutachtern geprüft. Und in der Bibel ist es eigentlich auch so. Da haben Propheten und weiß ich was, Menschen das aufgeschrieben irgendwann, gedacht, oh, das ist Gottes Wort und ganz viel ist nicht in die Bibel gekommen. Das allermeiste, was Menschen geschrieben hat, ist nicht in die Bibel gekommen, sondern am Ende ist das in die Bibel gekommen, was sich bewährt hat, was sozusagen von Menschen, von den Peers, von den Leuten, wo sie gefunden haben, das hat mir Kraft gegeben. Das ist eine Wahrheit, die ich da drin entdecke und es hat sich über viele Jahrhunderte bewährt. Und es sind eben auch Geschichten und Glaubenserlebnisse, Glaubenserfahrungen aus vielen Generationen, und aus vielen Zeiten. Und das macht es auch so wertvoll, da immer wieder drin zu leben und damit immer wieder das zu entdecken, was Glaube bedeutet hat für Menschen. Also, das ist mein Bild, sozusagen ein bisschen abstrahiert, theoretisch von Glauben. Wie verhält sich jetzt mit Glaube und Wissenschaft? Und da gibt es zwei grundlegende Modelle. Das eine ist der Glaube und die Wissenschaft ist Teil davon. Und das andere ist, und das ist eigentlich das, was man heute meistens hört, da ist der Glaube und an der Seite, da ist die Wissenschaft. Und die berühren sich vielleicht nur an einem ganz kleinen Punkt, aber haben letztlich nicht viel miteinander zu tun, weil sie sehr verschiedene Fragen beantworten. Aber wenn es stimmt, dass der Glaube bestimmt, wie man die Welt, die Gesellschaft und sich selber sieht, dann glaube ich, kann man die beiden Welten nicht trennen, Glaube und Wissenschaft. Wissenschaft, wir versuchen tatsächlich das zu beschreiben, was ich nicht glauben muss, was ich nachrechnen kann, was ich vorher berechnen kann, wobei das nicht immer geht, wir haben immer Fehlerbalken und was ich was, und jedes Modell ist unvollkommen, also auch das stimmt nicht vollkommen, aber wir versuchen sozusagen Gott, alles Persönliche, möglichst so aus der Wissenschaft herauszuhalten. Ja, also wenn ein Beispiel, wenn ich in ein Flugzeug steige und ich müsste jedes Mal vorher beten, dass es auch nicht abstürzt, würde ich, glaube ich, nicht in ein Flugzeug steigen. Sondern ich will, dass es verlässlich aufgrund der Naturgesetze dass es fliegt. Wobei, und das werde ich nachher nochmal sagen, für mich sind auch Naturgesetze Worte Gottes. Also wenn ein Flugzeug fliegt aufgrund der Naturgesetze, hat das auch was mit Gott zu tun. Und das merken die wenigsten. Aber ich bin dann einfach dankbar, dass die Naturgesetze verlässlich sind und so schön sind, wie sie sind. Wenn auch mein Glaube
Jetzt mal andersrum gesprochen, wenn mein Glaube die Wissenschaft nicht einschließt, dann erfüllt es eigentlich mein Glaube nicht die Erwartung, ein kohärentes Bild der Welt zu liefern. Dann ist eigentlich mein Glaube uninteressant. Also wenn ich so ein Bild habe letztlich, sag Glaube ist sozusagen das und Wissenschaft ist das, die haben nichts miteinander zu tun, wozu brauche ich dann noch den Glauben? Deswegen ist für mich dieses Bild eigentlich nicht tragbar. Für mich ist das Linke, Wissenschaft ist sozusagen ein Teil der großen Glaubenswelt, ein sozusagen sehr gut beschreibbarer, mathematisch beschreibbarer, aber eben nicht alles in der Welt ist mathematisch beschreibbar. Und und das ist, glaube ich, wichtig, weil wir leben heute in unserer Gesellschaft, das gerade auch in religiösen Strömungen, man eigentlich das Rechte da, das ist jetzt zufällig rechts, aber ihr rechtes Bild dort verwendet und einfach völlig faktenfrei lebt und glaubt. Und das, ne, Glaube muss sich in der realen Welt bewahrheiten und muss in der Wirklichkeit funktionieren. Und wenn ich Unsinn erzähle über Menschen, über Wissenschaft, dann wird Glaube irgendwann scheitern. Also Glaube muss grundlegend immer die Wissenschaft einschließen und auch ernst nehmen. Also das ist mein Plädoyer. Und Glaube und Wissenschaft haben natürlich immer was miteinander zu tun gehabt und gerade auch die Astronomie. Und jetzt gehe ich sozusagen ein bisschen kurz auf den historischen Hintergrund zurück. Und also ich glaube, dass wir immer als Menschen diese Faszination hatten. Dass wir früher gesessen haben den Sternenhimmel geguckt und das war damals ja noch viel prägnanter. Ja, also jeder, der damals gelebt hat, vor tausenden von Jahren, der hatte keine Lichtverschmutzung wie hier. Wenn wir hier in den Sternenhimmel gucken, sehen wir nichts, weil in Köln so viele Lichter sind, dass wir den Sternenhimmel gar nicht mehr sehen. Also wir gucken immer nur auf das Licht, das direkt vor uns ist. Aber jemand, der vor tausenden von Jahren gelebt hat, der hat jede Nacht, wenn es nicht gerade total bewölkt war, okay, also jede zweite Nacht, sagen wir es mal so, einen Sternenhimmel über sich gesehen und gefragt, was ist das eigentlich? Was sind das für Lichter? Was ist da noch da draußen? Das ist, glaube ich, eine ganz natürliche Frage. Und man hat auch, und das wissen wir, in all den Kulturen auch in den Sternenhimmel geschaut und hat da die Planeten beobachtet und so weiter. Und die Babylonier waren vielleicht die erste große Kultur, die das sehr stringent gemacht haben und sehr, sehr massiv gemacht haben. Und sie haben über Jahrhunderte, die Babylonier haben über Jahrhunderte die Bewegung der Planeten beobachtet. Und der Himmel war so ein bisschen der Raum der Götter. Und die Planeten waren für sie sozusagen die Omen der Götter. Ja, also die Planeten bewegten sich am Himmel, die standen immer an jeder anderen Stelle. Und da bewegt sich was, da tut sich was, das war nicht so direkt vorhersehbar. Das müssen die Götter sein, das muss ein Zeichen der Götter sein. Man hat über hunderte von Jahren dann diese Planeten verfolgt, hat die Mathematik entwickelt. Konnte auf einmal vorhersagen, wie die Planeten sich bewegen. Und das war natürlich was Beeindruckendes, weil jetzt kann ich ja vorhersagen, was die Götter denken. Ja, ich kann Mathematik benutzen, um zu sagen, wie die Planeten sich entwickeln. Sie hatten noch kein richtig exaktes astronomisches Weltbild, aber sie konnten aufgrund von Tafeln und mathematischen Formeln genau sagen, wann steht Jupiter da und wann gibt es diese Konjunktion und so weiter und so fort. Deswegen, wenn wir zum Beispiel mal gucken auf den Weihnachtsstern zu Bethlehem, wenn da die Weisen was gesehen haben, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass sie was am Himmel gesehen haben, die können das doch einfach in ihren Rechentafeln gesehen haben. Dann sehen die nämlich etwas, was der Rest der Welt nicht sehen konnte, weil die konnten rechnen und die anderen konnten es nicht. Ja, deswegen, wenn Sie mal an die Weihnachtsgeschichte denken mit dem Stern zu Bethlehem, dann waren die in Jerusalem, nur die hatten es gesehen, all die anderen nicht. Also was... Und das wäre vielleicht so eine mögliche Erklärung für dieses Verhalten. Und die andere Erfahrung, die Menschen natürlich machten mit den Himmelskörpern, mit dem Mond und der Sonne, ist, dass sie ganz eng geknüpft sind an die Jahreszeiten. Ja, Beginn der Ernte und Sommer, Herbst und Winter ist geknüpft daran, wo jetzt die Sonne steht, wo sie aufgeht und so weiter. Also ist völlig klar, dass da irgend scheinbar doch die Sonne einen Einfluss hat auf die Jahreszeiten. Das war so ein Denken. Also das machte durchaus Sinn. Und daraus entstand dann letztlich sowas wie die Astrologie. Wir können den Willen der Götter vorhersagen aufgrund der
der Zeichen der Götter am Himmel, weil das sind eben die Götter da oben. Demgegenüber stand, dass der jüdische Glaube, wer oder was Gott ist. Denn Gott ist nicht ein Stern oder ein Planet. Gott ist der Ursprung von allem und er steht hinter den Dingen. Gott ist nicht die Dinge, ist nicht, ja, Gott ist nicht die Dinge, nee, das stimmt nicht. Gott ist nicht das Materielle im Vordergrund, sondern er ist die Kraft, die darunter ist und aus dem alles hervorkommt. Und wenn wir jetzt auf die Schöpfungsgeschichte gucken, nicht, und es geht über den Himmel und die Sterne, es mögen entstehen Lichter an der Ausdehnung des Himmels zu unterscheiden, den Tag und die Nacht. Und sie sollen dienen als Zeichen und Zeitabschnitte und Tage und Jahre. Sie sollen sein als Lichter in den Ausdehnungen des Himmels zu erleuchten die Erde. Dann werden hier die Sterne im jüdischen Glauben reduziert auf Lichter, die uns die Zeit geben. Aber sie sind keine Götter. Und wenn man die ganze Genesis-Geschichte liest, dann liest man, und wenn man, das muss man nochmal mit diesem Hintergrund lesen, eine entzauberte Welt. Es ist keine magische Welt. Das sind nicht irgendwelche Geister und Götter und weiß ich was, die da irgendwas, alles mögliche regeln im Hintergrund, wie bei den griechischen Göttern, ja, die dann miteinander streiten und weiß ich was. Sondern es gibt einen Schöpfer, der Urgrund von allem ist und alles andere sind Dinge, sind Lampen, die aus dieser Urkraft, aus diesem Urwort entstanden ist. Und das ist ein ganz anderes Bild als fast alle anderen Kulturen zu der Zeit und das war entscheidender, genialer Gedanke, der uns bis heute durchträgt eigentlich. Denn der Gedanke, dass unter dieser Materie und den Materiellen, das wir sehen, sozusagen grundlegende Regeln und Gesetze sind, das ist auch ein sehr naturwissenschaftliches Denken. Und es erlaubte auch überhaupt erst die Frage zu stellen, wie funktioniert das eigentlich alles? Was sind die Regeln? Was sind die Wörter, die hinter all dem stehen? Wenn ich das Gedanke habe, das sind alles nur Geister und Dämonen und Götter, dann macht es keinen Sinn, nach Gesetzmäßigkeiten zu fragen. Die sind halt so. So konnte ich nach Gesetzmäßigkeiten fragen. Und wir sehen auch, dass der Verstand und das Schauen auf die Schöpfung auch ein wichtiger Teil des christlich-jüdischen Denkens, des christlichen Denkens zumindest, des jüdischen auch. Denn hier lesen wir Wörter des Apostel Paulus, Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit der Schöpfung der Welt an seinen Werken mit der Vernunft wahrgenommen. Da muss man ein bisschen mal drüber nachdenken. Also wir können Gott, ein Stein ist kein Gott, ein Stern ist kein Gott, aber wir können sozusagen mit unserem Verstand auf die Schöpfung schauen, die von Gott kommt und dann etwas über diesen Schöpfer lernen. Und zwar mit dem Verstand. Ja, also Christen, wenn sie Paulus ernst nehmen, dann sollten sie ihren ganzen Verstand einsetzen, so gut es geht, um die Schöpfung zu verstehen. Und dann müssen wir auch die Schöpfung Schöpfung sein lassen, denn die Schöpfung, Gottes Schöpfung sozusagen, erzählt uns schon, was sie ist und wo sie herkommt und was sie macht. Ja, wir sehen das auch in manchen christlichen Strömungen, da hat man ein bestimmtes Vorbild, so hat die Welt zu sein, und dann drehe ich mir die Naturwissenschaft und die Gesetze so, wie ich sie gerne hätte. Nee, so funktioniert das nicht. Gott erzählt uns schon, wie es ist. Und die Schöpfung erzählt uns das auch. Und das ist genau das, was Naturwissenschaft macht. Sie macht das Experiment, die schaut auf die Natur und versucht herauszufinden, wie die Natur und die Schöpfung ist. Und nicht irgendein Blödsinn zu erzählen, wie ich denke, dass sie zu sein hätte. Weil damit lande ich natürlich am Ende auch, sozusagen, renne ich mit der Nase gegen die Wand und scheitere irgendwann. Also, das ist auch eine gewisse Demut, dass man sagt, ich schaue auf die Schöpfung und lasse mir erzählen, was sie ist. Ich überspringe den Teil, und da ging es darum, dass zu viele Wortwörter, dass auch einer der grundlegenden Gedanken des christlichen Glaubens ist, dass Gott verlässlich ist. Und immer derselbe damals und heute, dann schalte ich doch zurück. Also, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also Gott ist die unterliegende Kraft, die von Anfang bis zu Ende da ist und auch unveränderlich eigentlich da ist. Oder Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz,
bis es alles geschieht. Die meisten lesen hier sozusagen irgendwie geistliche Gesetze. Ich lese als Naturwissenschaftler aber auch sozusagen Schöpfungs- und Naturgesetze. Und auch dieser Gedanke, dass unter dieser Welt eine verlässliche Kraft ist, die gleiche ist damals, heute, in Zukunft, ist eine Grundannahme der Naturwissenschaft heute. Wir können gar nichts, wir können nur etwas aussagen über die Astronomie, die Kosmologie in großer Vergangenheit, in großer Entfernung, wenn die Naturgesetze damals so sind wie sie heute. Dass nicht jeden Tag wieder ein anderes Naturgesetz gilt. Das ist eine Grundvoraussage für Naturgesetz, für Naturwissenschaft, aber auch letztlich für verantwortungsvolles Leben. Ja, wenn ich nicht wüsste, wie morgen die Naturgesetze sind, könnte ich mich ja auch nicht irgendwie darauf vorbereiten oder verantwortungsvoll leben. Also das ist eine geistliche Grundhaltung, ist auch eine entscheidende Grundhaltung für Naturwissenschaft und ist eigentlich entscheidend auch für überhaupt den Gedanken von Freiheit und von Verantwortung. Ja, nur wenn ich weiß, wie die Gesetze sind, damals, heute und in der Zukunft, kann ich jetzt eine Entscheidung treffen, weil ich weiß, welche Konsequenz mein Handeln hat im Großen und Ganzen. Wenn dem nicht so wäre, könnte ich ja alles tun. Ich weiß ja nicht. Ja? Wenn man ein Beispiel das ich gebe, wenn ich das Naturgesetz nicht wäre, könnte ich ja jemanden vom Turm runterschmeißen, vom Kölner Dom. Ne? Ich wusste ja nicht, dass das Gravitationsgesetz heute gilt. Also, ja, das ist ein extremes Beispiel, aber im Großen und Ganzen. Gut. Naja, und das haben Menschen gemacht und haben sozusagen auf versucht, die Welt zu verstehen. Und das waren nicht nur Christen natürlich, sondern auch die Griechen waren natürlich da einer der Vorreiter. Und Mathematik hat sich entwickelt. Und was schon, ist schon erstaunlich, was man gefunden hat, relativ früh, schon rund 200 vor Christus, hat man den Erdumfang relativ genau bestimmt. Man wusste, die Erde ist eine Kugel. Und Ptolemäus hat so 100 nach Christus, 100 bis 150 nach Christus, eigentlich die Astronomie zusammengefasst, die da war. Und man konnte sehr gut die Bewegung der Planeten beschreiben mit mathematischen Modellen und der Annahme, dass die Erde im Zentrum ist und die Planeten sich drumherum bewegen. Und dann gab es noch so hässliche Epizyklen, weil die Planeten sich nicht so ganz so einfach bewegten. Da musste man noch irgendwas zufügen. Aber im Großen und Ganzen war das eine sehr gute Beschreibung der Welt. Damit war man zufrieden. Und das war ein Weltbild, das 1500 Jahre funktioniert hat. Und das war die genaueste wissenschaftliche Theorie seiner Zeit, die länger funktioniert hat als das heliozentrische Weltbild. Muss man einfach mal sagen. Das heißt, wir haben die größte Zeit unserer Geschichte mit diesem Weltbild gelebt. Und sie hat funktioniert. Sie hat funktioniert. Ach so, noch ein, vielleicht ein. Und die Christen haben das ernst genommen. Von Anfang an, wenn man Augustinus zum Beispiel guckt, der sagte, ja, gewöhnlich weiß sogar ein Nichtchrist etwas über die Erde, den Himmel und die anderen Elemente dieser Welt. Ja, also irgendwas weiß man schon. Und dann ist es für einen Ungläubigen eine Schande und eine gefährliche Sache, einen Christen zu hören, der angeblich die Bedeutung der Heiligen Schrift wiedergibt und über diese Themen Unsinn redet. Ja, also wie soll ich einem Christen glauben, der naturwissenschaftlichen völligen Unsinn erzählt, ja, und mir dann irgendwas über andere Themen erzählt und mir dann weismachen möchte, es gibt einen liebenden Gott und weiß ich was, ja, wenn ich doch merke, dass der nur Quatsch erzählt. Also das war auch schon Augustinus klar und wir sehen das auch später in vielen Bereichen, zum Beispiel, dass die, also ich meine, das war ein bisschen aus der Reihenfolge hier, aber dass die Erde eine Kugel ist, man hört ja mal oft, dass das so im Mittelalter, jeder dachte, die Erde wäre flach und so weiter. Guckt euch nur einen Reichsapfel an. Reichsapfel vor 1000 Jahren, lange vor Kolumbus, das ist der Erdglobus mit Christus als dem Herrscher sozusagen der Welt. Ja? Also das war das Zeichen der Könige. Die Erde war eine Kugel. Also diese einfache naturwissenschaftliche Erkenntnis hatte man schon vor 1000 Jahren. Oder auch ein tiefes Verständnis der Astronomie. Hier ein anderes Beispiel, das ich noch mitgebracht habe. Da geht es um tatsächlich eine Kaiserin, die in Nimwegen erkrankt ist und dann gestorben ist und später in Köln beerdigt wurde. Also das ist genau die Beziehung, die wir hier haben. Und die starb. Und sie starb kurz nach einer Sonnenfinsternis. Und die Leute haben dann erzählt, ach, das war die Sonnenfinsternis und so weiter. Und dann sagt hier ein Bischof dazu,
Ich fordere alle Christen auf, wahrhaftig zu glauben, dass dies nicht durch die Beschwörung böser Frauen, sprich Hexen, oder durch Verschlingen geschieht, oder dass es durch irgendwelche Verschlingen geschieht, also das ist jetzt die Sonnenfinsternis, sondern dass es mit dem Mond zu tun hat, wie Macrobius bezeugt und andere Weise behaupten. Also dass der Mond sozusagen vor die Sonne geht. Ja? Also erzählt mir nicht einen Quatsch, dass das alles mit Magie zu tun hat oder irgendwas, sondern wir wissen doch als gute Christen, das ist eine Sonnenfinsternis, da geht der Mond vor die Sonne, alles klar. Ja? Also erzählt ja nicht irgendwelchen esoterischen Unsinn. So. Und wir sehen auch, dass sich natürlich im christlichen Abendland die Naturwissenschaft fantastisch entwickelt hat. Ja, es gab natürlich auch in anderen Kulturen gab es Wissenschaft, aber man kann zumindest nicht sagen, dass im christlichen Abendland keine große Wissenschaft entstanden ist. Im Gegenteil. Und ich denke nicht trotz des Glaubens, sondern aus den Gründen, die ich eben genannt habe, wahrscheinlich sogar wegen des Glaubens. Und das sehen wir natürlich an vielen großen Wissenschaftlern. Und wir kennen alle Galileo, der oft so als Beispiel für einen von der Kirche verfolgten Wissenschaftler erzeugt wird. Aber Galileo selber war ein tiefgläubiger Mensch, der natürlich eine radikale Idee hatte, die auch nicht die erste war, denn Kopernikus und Kepler waren wichtige Vorläufer, die Galileo teilweise ignoriert hat. Aber alle drei Wissenschaftler waren tiefgläubige Menschen. Und auch bis in heutige Zeit, Newton oder Max Planck waren Menschen, die gläubig waren. Und gerade Kepler ist eigentlich interessant, weil er hat die Planetenbewegungen entdeckt. Also er hat tatsächlich sehr genau modellieren können, wie die Planeten sich um die Erde bewegen und dass es Ellipsenbahnen sind. Und das war entscheidender Durchbruch sozusagen in der Beschreibung. Und für ihn war das nicht nur eine naturwissenschaftliche Entdeckung, sondern auch eine theologische Entdeckung. Und da kommt genau diese Verlässlichkeit Gottes wieder zum Vorschein. Wir sehen hier, wie Gott gleich einem menschlichen Baumeister der Ordnung und regelmäßig an die Grundlegung der Welt herangetreten ist. Ja? Also Gott, der hat einen klaren Plan, da gibt es klare Regeln und das Planetensystem ist einfach und verlässlich und so ist Gott auch. Und das hat eigentlich unser Denken bis heute geprägt. Für Kepler war das eine theologische Entdeckung. Heute kommen wir zu dem Gedanken und sagen, ja gut, alles Naturwissenschaft und Regeln, was brauche ich dann noch Gott? Im Beginn des 20. Jahrhunderts, die Wissenschaftler, ich bin jetzt kein Experte in dem Feld, aber mein Gefühl ist, es waren immer noch gläubige Menschen, aber sie hatten tatsächlich ein sehr mechanistisches Gottesbild. Gott war so tatsächlich so ein Uhrmachergott, der vielleicht auch Teil der Naturwissenschaft war, den man so beschreiben konnte mit Naturwissenschaft. Also er war ein bisschen ja, mechanischer und deterministischer geworden, genau wie die Planeten sich deterministisch um die Sonne bewegen, wie sein Uhrwerk. Ja, alles, die Welt war ein Uhrwerk, die Welt war eine Maschine. Irgendwann, wenn wir alle Naturwissenschaft verstehen und alles messen können, dann können wir genau vorhersagen, wie die Welt sich in Zukunft entwickelt. Das war so ein Denken, was so dieses, ja, ich würde sagen, ein überhebliches Denken des Beginns des 20. Jahrhunderts. Und dann kam die moderne Physik im 20. Jahrhundert, die uns das eigentlich alles völlig auf den Kopf gestellt hat. Denn wir haben festgestellt, es gibt nicht nur Regeln, die verlässlich sind, sondern es gibt auch Grenzen der Messbarkeit, fundamentale Grenzen der Messbarkeit und der Vorhersehbarkeit. Und das widerspricht nicht der Tatsache, dass es Regeln gibt, das ist sozusagen fundamental in das System eingebaut. Es gibt Regeln, aber die erlauben mir nicht, alles vorherzusagen. Und das sind die Grenzen, die Lichtgeschwindigkeit. Alles kann maximal mit einer bestimmten Geschwindigkeit mich beeinflussen. Das heißt, was jetzt in einer Galaxie 2,5 Millionen Lichtjahre passiert, kann mich frühestens in 2,5 Millionen Jahre beeinflussen. Ich kann nicht wissen, was jetzt da passiert. Das ist eine fundamentale Grenze. Die Quantengrenze, Unschärfeprinzip. Wir können fundamental die Entwicklung eines Quantenteilchens nicht exakt vorhersagen. Das hat eine reine Zufallskomponente, ist mal so und ich kann nicht sagen, warum. Und ich kann bestimmte Eigenschaften auch nicht exakt messen. Und nicht, weil ich nicht gut genug messen kann, sondern weil das fundamental eingebaut ist, ist Teil der Natur. Es ist Teil der Natur, dass es eine Unschärfe gibt. Dann die Chaostheorie. Wenn sagen kleinste Abweichungen können sich exponentiell ausbreiten und können ein System komplett verändern. Das heißt, und da ich bestimmte Kleinigkeiten nicht genau messen kann,
kann ich auch nicht vorhersagen, wie Dinge sich in großer Zukunft entwickeln. Und dann in der Astronomie natürlich Urknall und schwarze Löcher, Anfang und Ende von Raum und Zeit. Wenn ich gleich noch Zeit habe, hoffentlich kommen wir da auch noch kurz zu oder länger. Wir können nicht über den Anfang hinaussehen und wir können auch sozusagen das Ende nicht wirklich genau sehen. Ich nenne das den Tod des Determinismus. Das individuelle Schicksal ist fundamental unvorhersehbar. Und zwar nicht nur für einen Menschen, sondern selbst für einfachste Systeme. Und da habe ich ein Beispiel mitgebracht, das wir hier sehen. Das ist eine Berechnung von einem Kollegen, der drei Punktmassen sich aufgrund der Gesetze von Newton sich entwickeln lässt. Ja, das sind drei Punktmassen, die sich umeinander bewegen. Und zwar mit einem Computer mit fast unendlicher Genauigkeit. Also maximaler Genauigkeit. Man kann das in einfache Systemen, mal super gute Computer, das kann man auf viele, viele Kommastellen hinter Komma genau durchrechnen. Man hat ein exaktes Gesetz, man hat exakte Berechnungen und dann guckt man, wie sich das System entwickelt und man kann es im Prinzip vorwärts und rückwärts in der Zeit berechnen und schauen, wie entwickeln sich die Systeme. Das einzige Problem, was man reinsteckt, ist, dass es eine minimale Abstand gibt, der nicht mehr beschreibbar ist von der Physik. Man nennt das die Planck-Länge. Das ist sozusagen die kleinste Länge in der Natur, wo es überhaupt ihre Naturgesetze noch gelten. Und die ist wirklich extrem klein. 10 hoch minus 35 Meter hier in der, fangen wir hier an. Und dann sieht man hier Abweichungen. Hier sieht man eine rote Kurve und es gibt eine weiße Kurve. Das sind zwei Rechnungen. Einmal rechnet man in der Zeit vorwärts und einmal rechnet man in der Zeit rückwärts. Und hier sieht man die Abweichung der beiden. Und man sieht jetzt am Ende, nach 30, 50 Millionen Jahren, auf einmal, nach 40 Millionen Jahren Rechnung, also die Rechnung war ein bisschen schneller, entwickeln sich die beiden Systeme vorwärts und rückwärts komplett anders. Ja? Obwohl man exakt das einfachste System, was man sich vorstellen kann, drei Punktmassen, da ist noch nicht mal die Relativitätstheorie drin, super genaue Rechnung, man weiß alles, diese kleine Planck-Länge, die da ist, ändert das System komplett und man kann also noch nicht mal drei Sterne vorhersagen. Versuchen Sie da mal ein ganzes Universum vorherzusagen oder die Entwicklung, die Fragen eines Teenagers oder weiß ich was. Also gut. Und jetzt möchte ich Sie dann doch noch mitnehmen hinaus ins All, an die anderen Grenzen. Und auch das ist, glaube ich, eine Faszination, die wir in der Bibel sehen. Nicht? Immer wieder Vergleiche mit dem Sternenhimmel, wo man hinschaut und schaut nach oben. Und das tun wir Astronomen. Und wir sehen natürlich viel weiter. Orion, das, was man mit bloßem Auge sehen konnte, vieles, was wir heute sehen, sehen wir nur aufgrund der Teleskope und der fantastischen Aufnahmen, die wir haben. Und das hier ist der Rosetta-Nebel, das sind 100 Lichtjahre im Durchmesser, eine riesige Staubwolke, die dort zu sehen ist. Und aus diesen Staubwolken, wissen wir heute, werden Sterne geboren. Sterne, die leben nicht ewig, sondern sie werden geboren irgendwann und sie sterben auch wieder. Es scheint am Himmel alles so stabil zu sein, aber wir haben entdeckt, dass Sterne sterben und geboren werden. Und das hier ist eine Simulation, die Kollegen gemacht haben. Der Beamer ist, glaube ich, nicht so ganz so gut, gibt das nicht ganz so schön wieder. Und wie man sieht, wie unter dem Einwirkung der Schwerkraft sich dieser Staub zusammenzieht und neue Sterne bildet. Und die Schwerkraft ist sozusagen die kreative Kraft des Universums. Die Schwerkraft ist die Planeten auf ihren Bewegungen hält, aber es ist auch die Kraft, die sozusagen neue Sterne entstehen lassen kann. Das passiert über einen Zeitraum von ungefähr 15 Millionen Jahren, kann aus einer Staubwolke ein riesen Haufen neuer, junger Sterne sein. Und das Siebengestirn, was wir eben gesehen haben auf dem Bild, ist tatsächlich aus so einer Staubwolke entstanden vor ungefähr 150 Millionen Jahren. Und dann entwickeln sie Sterne und dann sterben sie auch wieder. Das ist ein Bild eines sterbenden Sternes und Sterne sterben eben nicht mit nicht einfach so still und leise vor sich hin, sondern sie sterben mit einem riesigen Feuerwerk. Und das ist wichtig, weil sie in dem Innersten von Sternen werden neue Elemente gebacken und sie geben damit wieder einen Teil der neuen Elemente ins All zurück und daraus werden dann wieder neue Sterne, neue Planeten und am Ende dann so eine Kirche wie hier in Köln.
Und das wäre ohne das Geborenwerden und Sterben von Sternen nicht möglich gewesen. Und dann, wenn ein Stern sehr, sehr groß ist, dann sterben sie mit einem richtigen Knall im wahrsten Sinne des Wortes. Man hört es nicht, aber man sieht es in einer riesigen Supernova-Explosion. Und das sieht man heutzutage quasi täglich irgendwo im All explodiert ein Stern. Und das Spannende daran ist, für mich insbesondere, ist, dass wenn so ein Stern explodiert, der Zentralbereich zusammengepresst wird und dann ist die Schwerkraft im Zentrum so stark, dass es die stärkste aller Kräfte wird. Und dann fängt dieser Kern an, des Sternes immer weiter zu kollabieren, kleiner und kleiner zu werden, sodass keine Kraft mehr da ist, der diesen Kollaps aufhalten kann. Und dann wird dieser Stern zu einem schwarzen Loch. Schwarzes Loch ist so viel Materie auf kleinstem Raum, dass nichts mehr dieser Anziehungskraft entkommen kann, selbst Licht nicht. Das heißt, dass keine Information, kein Licht, nichts mehr aus diesem schwarzen Loch herauskommen kann. Das ist eine ultimative Grenze für die Naturwissenschaft, weil wenn alles sozusagen an einem Punkt verschwindet, dann hören unsere Gleichungen auch auf, Sinn zu machen. Und wenn dann etwas ist, wo noch keine Information mehr herauskommen kann, kann ich es auch nicht messen. Dann existiert das zwar, aber was dahinter und was da drin passiert im schwarzen Loch, kann ich naturwissenschaftlich vielleicht durchrechnen, aber ich kann es nicht experimentell bestätigen. Das heißt, da ist etwas, was ganz normal quasi jeden Tag im All passiert und es produziert einen Raum, der abgeschnitten ist von meiner physikalischen Messbarkeit. So zumindest die Theorie. Und uns ist dann auch vor 2-3 Jahren gelungen, diese Theorie zu bestätigen. Denn das Bild hier, was wir sehen, ist unsere Nachbargalaxie Andromeda, sind 200 Milliarden Sterne, die um ein gemeinsames Zentrum drehen, genau wie unsere Milchstraße auch. Und da sind hunderte von Millionen von kleiner schwarzer Löcher drin. Und so erwarten wir auch, dass in unserer eigenen Milchstraße hunderte von Millionen kleiner schwarzer Löcher sind. Und dann im Zentrum von so einer Galaxie verschmelzen diese kleinen schwarzen Löcher zu einem riesigen monsterschwarzen Loch. Und was wir hier sehen, ist leider meist hauptsächlich dunkel. Ich weiß nicht, ob wir etwas weniger Licht hier im Saal machen könnten. Dann kann man vielleicht das ein bisschen mehr besser sehen. Das ist ein Bild unserer Milchstraße hier. Wir können sie leider nicht von oben sehen, weil dann müssten wir nämlich irgendwie so 1000 Lichtjahre nach oben fliegen und das dauert selbst mit Lichtgeschwindigkeit 1000 Jahre. Aber wir können mit Teleskopen sozusagen von der Seite hineinzoomen. Und was wir hier sehen, das sind Staubwolken, aus denen Sterne entstehen. Dann schalten wir um zu Nahinfrarotaufnahmen und sehen dann ins Herz unserer Milchstraße. Da sind tausende, ja Millionen Sterne eigentlich. Und ganz im Innersten, da ist das dunkle Geheimnis unserer eigenen Milchstraße. Und das sich zum einen zeigt durch die Bewegung von Sternen. Wir sehen hier einen Stern. Und wenn wir den genau verfolgen über 16 Jahre, und das hat mein Kollege Reinhard Genzel in Garching getan, dann sieht man, dass der auf einer Ellipsenbahn um das Zentrum sich bewegt. Und das erinnert uns an die Planeten in unserem Sonnensystem. Und das heißt, man kann aufgrund der Gesetze von Kepler ausrechnen, wie das System hier funktioniert und vor allem, wie schwer das Objekt im Zentrum ist, um das es sich bewegt. Denn dieser Stern bewegt sich mit 6000 Kilometern pro Sekunde. Wenn Sie mit 6000 Kilometern pro Sekunde um die Kurve fliegen, dann können Sie sich vorstellen, brauchen Sie sehr gute Reifen oder Sie brauchen eine sehr starke Kraft, die Sie festhält. Und da es da keine Straßen gibt und die einzige Kraft, die wirkt, ist die Schwerkraft wieder, können Sie ausrechnen, wie groß muss die Schwerkraft sein. Wir stellen fest, es sind 4 Millionen mal die Masse der Sonne ist nötig in diesem Punkt. Ein Punkt, der kaum strahlt, vor allem im optischen Licht kaum strahlt. Und deswegen war die Vermutung, dort ist ein schwarzes Loch. Und jetzt, ich kann einen ganzen Vortrag darüber halten. Vielleicht kann man diesen, ja, das ist jetzt, vielleicht muss ich weggehen. Vielleicht können wir das Ding so ein bisschen, das Licht so ein bisschen wegnehmen. Ja, da wird es vielleicht ein bisschen besser. Das sind Simulationen, moderne Simulationen von einem schwarzen Loch. Wir sehen hier, wie Gas sich um ein Zentrum bewegt. Wir sehen teilweise auch wieder, was hier rausschießt. Dieses Gas bewegt sich fast mit der Lichtgeschwindigkeit. Wir haben hier ein Gas, das von hunderte Milliarden Grad heiß ist und ist eigentlich die hellste und die heißeste Hitze und das hellste Licht wird erzeugt am Rand von schwarzen Löchern, aber im Zentrum ist die tiefste Dunkelheit.
weil dort alles verschwindet und kein Licht mehr herauskommt. Also hier haben wir sozusagen die extremste Helligkeit und extremste Dunkelheit nah beieinander. Und das Entscheidende ist, dass es hier dunkel ist. Und wir hatten vor 23 Jahren vorhergesagt, dass man im Zentrum unserer Milchstraße diese Dunkelheit und das Licht drumherum sehen müsste, wenn man ein weltweites Teleskop mit Radioteleskopen baut, was so groß ist, sozusagen virtuell so groß ist wie die Erde. Und man sollte eigentlich so einen Ring von Licht sehen. Licht wird abgebogen, fliegt im Kreis um ein schwarzes Loch und im Zentrum ist dann dieser dunkle Schatten, wie wir es genannt haben. Und das ist uns 2019 gelungen. Wie gesagt, da kann man ein ganzes Buch drüber schreiben. Und im letzten Jahr haben wir dann dieses Bild publiziert oder diese Ergebnisse vom Herzen unserer Milchstraße. Wir schalten jetzt um auf Radiobilder unserer Milchstraße, weil Radio durch eigentlich Staub und Gas, ja auch selbst durch Wände durchgeht. Und dann sehen wir die faszinierenden Strukturen hier. Das ist eine riesige Supernova-Explosion, Streamer von Gas, also Gasströmungen hier. Und da in der Mitte ist ein kleiner Lichtpunkt, den wir jetzt immer näher kommen werden, bis wir sozusagen die höchste Auflösung erreichen, die wir bisher jemals gesehen haben. Es sieht so ein bisschen fleckig aus, ist aber in Wirklichkeit tatsächlich ein Ring mit einem dunklen Fleck in der Mitte. Und das Entscheidende war, wir wussten exakt, wie schwer die Masse war. Man konnte exakt vorhersagen, wie groß dieser Ring sein sollte. Man konnte auf 10% vorhersagen, wie groß der Ring sein sollte. Und er war genauso groß wie vorhergesagt. Und zum ersten Mal sehen wir tatsächlich jetzt hier in den Rachen eines schwarzen Lochs. Das ist keine Fantasie mehr, ist kein Science Fiction mehr. Wir können es sozusagen sehen. Diese virtuelle Umgebung, wo sozusagen Licht nur noch hinein, aber nicht mehr hinauskommt, die ist jetzt wissenschaftliche Realität geworden. Und, aber das ist nicht die einzige Grenze, die wir haben im All, sondern wir haben noch eine zweite und die hat mit der Größe des Alls zu tun und letztlich dem Urknall. Was wir hier sehen, ist eine Aufnahme des James-Webb-Teleskops, die ist berühmt geworden, weil das war die erste Aufnahme. Und die zeigt einfach eine Vielzahl von Galaxien. Jeder einzelne dieser Flecken hier ist so groß wie unsere eigene Milchstraße, aber dann extrem klein. Dieser Ausschnitt hier ist so groß wie ein Staubkorn, das man gegen den Himmel hält. Ja, und dieser kleine Ausschnitt wimmelt von Milchstraßen. Und wir können schon direkt sehen, dass das sehr, sehr, sehr weit weg ist. Ja, also die Andromeda-Milchstraße, 2,5 Millionen Jahre, ist relativ groß am Himmel. Es sind viele Monddurchmesser. Und wenn man das guckt, diese Staubkorn, sind da viele kleine Galaxien, die ähnliche Strukturen haben wie eine normale Milchstraße. Und jede dieser Milchstraßen hat wieder hunderte von Millionen kleiner schwarzen Löcher, hat Milliarden von Sternen, hunderte von Milliarden von Sternen und ein super schweres schwarzes Loch. Aber nicht nur das, wir sehen auch, dass all diese Milchstraßen sich von uns wegbewegen. Alle Milchstraßen, alle Galaxien im Weltall bewegen sich von uns weg. Und das war eine große Überraschung, als man das vor ungefähr 100 Jahren entdeckt hat. Und die Erklärung, die man heute gibt, ist, dass tatsächlich die nicht sozusagen vor uns weglaufen, weil wir so unausstehlich sind. Könnte auch sein, aber die wahrscheinlichere Erklärung ist, dass sich das ganze Universum ausdehnt. Und das sieht man hier, wenn man sozusagen immer so ein zweidimensionales Bild des Universums sich machen würde, wo die Galaxien auf dieser Oberfläche eines Ballons sind und man bläst diesen Ballon auf, dann sieht man, dass alle Punkte auf dieser Ballonoberfläche voneinander sich wegbewegen. Und das bedeutet, dass wenn ich hier sitze, alle Milchstraßen sich von mir wegbewegen und die weiter weg sind, bewegen sich auch schneller weg. Ja? Weil wenn ich hier mit jedem Atemzug wird der Ballon größer und der neben mir ist, ist sozusagen ein Viertelballon-Durchmesser wird größer pro Atemzug, der nächste aber direkt schon halben, ja, weil da mehr Raum dazukommt, mehr Ballonoberfläche dazukommt. Also das war die Grundüberlegung. Und ich bin so ein bisschen zeitnah, Sie merken das. Ich habe immer wieder so ein paar Bibelverse da oben. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Also dieser Bild sozusagen, der Himmel sich ausdehnt wie ein Zelt, das ist ein sehr schönes Bild, was heute auch noch Geltung hat oder wieder. Und interessanterweise, der Mensch, der das als erstes begriffen hat,
war Georges Lemaître, ein katholischer Priester aus Belgien, der gar nicht so bekannt ist heutzutage, weil später ein amerikanischer Kollege das Gleiche nochmal publiziert hat. Deswegen heißt dieses Gesetz, diese Ausdehnung, das Hubble-Gesetz, hieß es sehr lange. Seit ein paar Jahren heißt es offiziell durch die Internationale Astronomische Gesellschaft das Hubble-Lemaître-Gesetz, weil er hat als erster erkannt, dass A, aufgrund der Gleichung von Albert Einstein, das Universum sozusagen sich ausdehnen könnte oder auch wieder kollabieren könnte. Dass das die Gleichungen sein könnten der Entwicklung des gesamten Universums. Genau wie die Sterne sozusagen entstehen und auch aufgrund der Schwerkraft, so könnte auch das ganze Universum eigentlich zusammenfliegen oder es kann sich auch ausdehnen. Und er hat das aufgeschrieben. Albert Einstein hat ihm bestätigt, dass seine Mathematik richtig wäre, aber seine Physik wäre abscheulich. Also hat ihm das auf den Kopf zugesagt und ein anderer Kollege genauso. Also er hatte sehr schwer zu kämpfen mit diesem Idee, aber heute ist das die akzeptierte Theorie. Das war damals noch Theorie, sozusagen man kannte nur die Ausdehnung der Galaxien und deswegen fehlte eigentlich noch der Beweis. Und der Beweis, dass er recht hatte, kam dann kurz vor seinem Tod. Man weiß nicht, ob er das noch mitbekommen hat, die Entdeckung des der kosmischen Hintergrundstrahlung. Denn wenn alles irgendwann mal zusammen war, auf kleinstem Raum, denn das kann man ja zurückrechnen, alles dehnt sich aus, dann muss es irgendwann auch einmal zusammen gewesen sein, dann muss irgendwann das Weltall komplett undurchsichtig gewesen sein. So ein großer, heißer Feuerball. Und wie ein heißer Feuerball strahlt, das können wir ausrechnen. Das gibt es eine ganz einfache physikalische Beschreibung. Das ist so wie eine Kochplatte, die jetzt extrem heiß wäre, die wird rot glühend, weil das Hitzestrahlung ist. Das hat eine ganz bestimmte charakteristische Form, das kann man vorhersagen. Und das sind die Satellitendaten, die hier gemessen wurden. Man sieht hier, das ist das Modell, das sind die Fehlerbalken. Und die Fehlerbalken sind 400 Mal vergrößert. Also das Universum, wenn man sich das anschaut, zwischen den Galaxien strahlt wie eine heiße Herdplatte. Es ist eine sehr kalte Strahlung heute, aber es war mal früher sehr viel heißer, 10.000 Grad. Und zwar überall. Ja, und das ist sozusagen Zeichen dafür, dass es mal irgendwann undurchsichtig gewesen ist, das All. Dass es irgendwann mal ein heißer Feuerball gewesen ist. Und dann hat man irgendwann entdeckt, dass dieser heiße Feuerball, der Urfeuerball, aus dem alles entstanden ist, kleine Flecken hatten. Es gab mal mehr und mal weniger Strahlung am Anfang. Und das war die Saat, aus dem Galaxien und unsere heute Welt entstanden ist. Und auch das hier ist eine Simulation, die man zeigen kann. Und da simuliert man nicht eine einzelne Wolke, aus der Sterne entstehen. Hier simuliert man das ganze Universum. Und hier sieht man, wie Gas sozusagen unter dem Einfluss der Schwerkraft sich zusammenzieht. Nicht? Da waren die ursprünglichen kleinsten Fluktuationen des im All. Und da zieht sich jetzt alles zusammen. Und hier entstehen nicht Sterne, sondern hier entstehen ganze Galaxien. Ja, es sind ganze Galaxien, die hier entstehen. Und wie gesagt, das ist das Gas. Und wir schalten jetzt um zu dem, wie Sterne aussehen würden, denn das, aus diesem Gas entstehen Sterne und wir sehen das Gas nicht, wir sehen hauptsächlich die Sterne, die strahlen. Und wir sehen sozusagen, wie viele Galaxien durcheinander fliegen, wie sie wechselwirken miteinander, das Universum. Und hier haben wir es über letztlich Milliarden Jahre, 10 Milliarden Jahre dieses Prozesses und am Ende entsteht dann eine große Galaxie im Zentrum und viele kleine Galaxien drumherum. Also auf einer großen Skala beschreiben wir auf einmal, wie diese Welt entstanden ist. Und all das hatte irgendwann einen Anfang. Und das hier ist auch wieder schwer zu sehen, leider. Bisschen schade. Das ist nämlich ein Bild von Georges Lemaître von 1929. Auf Millimeterpapier, sehr fein gezeichnet aufgrund seiner Berechnungen. Und als ich das gesehen habe, bin ich fast sozusagen in Ehrfurcht erstarrt, was bei mir nicht oft passiert. Weil was hier gezeigt wird, ist wirklich, ja, weltbildbewegend gewesen letztlich. Und man findet diese Grafik heute in jedem Lehrbuch der modernen Astronomie und der Kosmologie. Als eine grundlegende Beschreibung unserer Welt. Jetzt versuche ich zu beschreiben, was man hier nicht gut sieht. Hier unten ist die Zeit aufgetragen und hier oben ist die Größe des Universums aufgetragen. Und dann sieht man verschiedene mögliche Universen. Man sieht hier, wie das Universum wie es größer wird und dann aber wieder in sich zusammenfällt. Ja, ein Universum, das größer wird und wieder. Und das war lange Zeit, was man gedacht hat, was vielleicht passieren könnte. Das Universum dehnt sich ja aus, aber irgendwann fällt es wieder in sich zusammen. Da gibt es wieder ein neues Universum und wir haben so ein zyklisches Universum. Da
Dann gibt es aber ein anderes Universum, wo sozusagen hier das Universum größer wird und dann kriegt es nochmal Schwung und fliegt nochmal weg. Und das war in den Gleichungen drin, so eine geheimnisvolle Konstante, die aus der Mathematik herauskam und dafür sorgt, dass das Universum irgendwann auseinanderfliegt. Einstein hat gesagt, hat das zwar selber gewusst, dann hat das dann irgendwann als seine größte Eselei beschrieben, dass er überhaupt sowas gedacht hätte, dass das sein könnte. Tatsache ist, man misst heute genau diese Kurve. Das Universum dehnt sich aus und es gibt eine geheimnisvolle Kraft, die dunkle Energie des Universums weiter auseinandertreibt. Und das Universum fliegt auseinander, es fällt also nicht in sich zusammen. Und das Entscheidende, was man hier überhaupt nicht sehen kann, da hat er mit ganz kleiner Schrift hingeschrieben, T gleich 0. Das steht da in dieser Gleichung, T gleich 0. Das war der Anfang, T gleich 0 bedeutet, das ist der Nullpunkt der Zeit. Der Anfang unseres Universums. Und 1928, 1929, als er das gemalt hat, war er also eigentlich der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der begriffen hat, dass das naturwissenschaftlich so ist. Und weil er Katholik war und Priester, hatte er unter Vorurteilen zu leiden, weil die alle gesagt haben, ja, du willst ja nur deinen Schöpfungsglauben da jetzt wiederfinden in der Naturwissenschaft. Aber es war nicht so. Er war wirklich strenger Naturwissenschaftler und auch sehr kritisch dem gegenüber. Und dann musste er sich gegen diese Vorwürfe wehren und hat dann in Nature einen Artikel geschrieben, einer der wichtigsten Zeitschriften, und hat dann seine Theorie verteidigt gegenüber die führenden Köpfe seiner Zeit. Er sprach übrigens nicht vom Urknall, sondern vom Uratom, aber das ist mehr oder weniger dasselbe. Und dann ist das Originalmanuskript, das er geschrieben hat und an Nature geschickt hat, und hier am unten steht ein letzter Abschlussparagraph. I think that everyone who believes in a supreme being supporting every being and every acting believes also that God is essentially hidden and may be glad to see how present physics provides a wheel hiding the creation. Also da kommt Gott drin vor, ich übersetze es gleich. Interessanterweise ist es durchgestrichen. Er hat es durchgestrichen, ist auch nicht erschienen, ist nie publiziert worden. Weil er hat das am Sender rausgenommen, weil er sich nicht getraut hat, glaube ich, diesen Satz noch mit aufzunehmen. Aber es zeigt, was sozusagen in ihm vorging. Man muss sich das nochmal vorstellen. In der Zeit hatte man das Gefühl, Naturwissenschaften und die Gesetze beschreiben alles. Ihr könnt mir alle Fragen beantworten. Und deswegen wäre Gott vielleicht auch naturwissenschaftlich verfügbar und berechenbar, letztlich. Und er findet auf einmal diesen Nullpunkt und stellt fest, unsere Physik hört an diesem Punkt auf. Und wir können darüber nicht hinausgehen. Also ich denke, dass jeder, der an ein höchstes Wesen glaubt, auch daran glaubt, dass Gott im Wesentlichen verborgen ist. Und dass er froh sein kann, und man merkt da die Freude in ihm selber, der seinen Glauben eigentlich unter Druck gesehen hat durch die Naturwissenschaft, die glaubte, alles beschreiben zu können und alle Allmacht zu haben. Und dass er froh sein kann, wenn er sieht, wie die gegenwärtige Physik die Schöpfung mit einem Schleier verdeckt. Ja, also sozusagen der Ursprung von allem, der bleibt sozusagen hinter einem Geheimnis, hinter einem Schleier verdeckt. Und das finde ich eigentlich was Schönes, dass Gott nicht verfügbar ist. Dass da die grundlegenden großen Fragen naturwissenschaftlich nicht geklärt werden. Und dass das Geheimnis sozusagen unseres Ursprungs ja bleibt und eigentlich dem Glauben und unserer Intuition vorbehalten bleibt. Und mein Glaube sagt mir, es gab da diesen Schöpfer, der möchte, dass wir heute hier sind und darüber reden. Danke Ihnen. Wir haben schon etliche Fragen über Slido reinbekommen und ich beginne gleich mit der ersten und dann nehmen wir eine aus dem Publikum. Also, eine ganz spannende Frage ist, was sind für Sie in Kürze die ich habe 10 Minuten zu lang geredet. Die wesentlichen naturwissenschaftlichen Indizien für den Gott der Bibel, also dass es den Gott der Bibel wirklich gibt, weil du hast das jetzt so ein bisschen vorausgesetzt, aber warum sollte man daran glauben? Also ich meine, zum Ersten, und das ist meine Grundüberzeugung, kann ich Gott nicht beweisen. Also ich kann nachweisen, dass es, oder ich kann zeigen, dass es sinnvoll ist, dass es verständlich ist. Für mich ist tatsächlich diese Verlässlichkeit ist ein Aspekt Gottes. Und die Tatsache, dass sozusagen diese alten Propheten sagen wir mal, so ein tiefes Verständnis Gottes hatten, über die Verlässlichkeit, über die Entstehung auch und Entwicklung der Welt. Also ich finde Genesis eigentlich eine sehr schöne Beschreibung, wie die Welt entstanden ist, die man vor 2.500 Jahren einem Hirten vorlesen konnte und auch heute Naturwissenschaftlern noch lesen kann, wenn man sie sozusagen
prophetisch sozusagen in so einer Sprache, in so einer Bildsprache auch versteht. Aber am Ende ist Glaube und Gotteserfahrung immer eine persönliche Erfahrung. Und die besten Detektoren für Persönlichkeit, für Liebe, wie kann ich Liebe nachweisen? Ja, ist immer der Mensch selber. Und sind die vielfältigen Gotteserfahrungen Menschen auf der ganzen Welt durch die gesamte Geschichte hin. Und wenn ich Gott naturwissenschaftlich beweisen könnte, wäre kein Gott mehr. Dann wäre ja für mich verfügbar. Also das wäre schon Widerspruch in sich. Okay, ganz vielen Dank. Wenn es dazu noch Fragen gibt, gerne auch im Nachhinein noch. Darüber halten wir auch immer wieder Vorträge vom Pontes-Institut. Was gibt es aus dem Publikum für Fragen? Wer möchte hier vorne? Können wir das Mikro einmal bitte hier vorne hinbringen? Dankeschön, Günther Kohl. Für mich ist Gott ein Erfahrungsgott. Gott will gesucht und gefunden werden. Und wenn ich so in die Geschichte gehe, dann hat ja Gott immer gesagt, ich habe euch gesagt, hier bin ich. Ich hatte gerade diese Passage im Alten Testament gelesen, aber ihr seid ein Volk, das nicht nach mir fragt. Und wir sind ja, wenn ich an Juri Gagarin und andere denke, die sind in den Weltraum geflogen und haben gesagt, Gott gibt es nicht. Wir haben ihn nicht gesehen. Wir suchen Gott in der Materie, aber wir wissen doch, Gott liegt doch in der Antimaterie. Wie stehen Sie denn als Wissenschaftler zu dieser Problematik, wir dritte Dimension und das ist vierte Dimension? Also zu Gagarin, eine ältere Dame beim Vortrag sagte mal, wenn er das Visier aufgemacht hätte im Weltraum, hätte er Gott gefunden. Das war eine böse Bemerkung, wenn man da länger drüber nachdenkt. Das war ein einfacher Tipp. Nee, tatsächlich, es ist ein Suchen und ein Nachdenken. Es ist auch für mich war als Kind immer das Denken nach der Unendlichkeit. Ja? Wie groß ist der Himmel und was kommt dahinter und da eben durchzudenken und was kommt da irgendwann? Und wenn wir zurückschauen in die Naturwissenschaft, was kommt davor, wo kommt das alles her? Und wir finden immer wieder was naturwissenschaftlich, was davor kommt, aber wir kommen nie an den Anfang. Wir werden auch nie dahin kommen. Ja, weil das fundamental unmöglich ist, sozusagen genau den Anfang zu messen. Das heißt, aber ich glaube, die Natur fordert uns heraus, immer diese Fragen zu stellen. Das finde ich ein sehr schöner Punkt. Wir sind neugierig, wir können denken. Das ist übrigens auch einer der Grundaussagen in der zweiten Schöpfungsgeschichte, wo der Mensch zum Menschen wird, dadurch, dass er vom Baum des Wissens eigentlich ist. Ja, der will wissen, wir wollen wissen, wir wollen fragen, wir wollen suchen. Also Gott ist, mach dich auf die Suche. Ja? Also versuch nicht direkt eine Antwort zu finden, sondern versuch zu fragen und immer etwas mehr zu verstehen. Und das, finde ich, ist das vielleicht entscheidend. Also wir sind auch Menschen suspekt, die sozusagen sofort immer alles wissen. Ein Aspekt des Glaubens ist ja auch der Zweifel und hier fragt eine Person, ob du schon mal an deinem Glauben gezweifelt hast, vielleicht auch bei bestimmten naturwissenschaftlichen Entdeckungen oder so. Also naturwissenschaftliche Entdeckungen nicht. So, aber ich rede gerne auch immer über den Zweifel und ich sage immer, wie entscheidend wichtig der Zweifel ist. Also in Naturwissenschaft ist der Zweifel entscheidend wichtig, dass man sich immer wieder hinterfragt, stimmt das eigentlich, warum ist das so? Und beim Glauben glaube ich genauso. Glaube ich eigentlich noch das Richtige oder ist Gott auch der er ist? Und das kann manchmal einen fundamental erschüttern. Aber Glaube hält das aus. Und ich glaube, es ist viel gefährlicher für den Glauben, sozusagen nie zu fragen, nie zu zweifeln, als ihn immer wieder mal zu überprüfen. Denn ich glaube, Zweifel führt am Ende dazu, nicht, dass ich Gott in Frage stelle, sondern dass ich mich selber in Frage stelle. Das ist der entscheidende Punkt. Also Zweifel ist ein ganz wichtiger Teil des Glaubens. Und ja, eine Geschichte, die ich auch öfter schon erzählt habe, war ich mal gefragt worden von einer Journalistin. Ich hatte einen großen Preis bekommen. Man kriegt irgendwie so lauter Fragen von also 10, 15 Journalisten, die dann, also nach dem Spinoza-Preis in Holland. Und dann war ich eben auch Christ, das haben die ja mitgekriegt, dann kriegst du immer Fragen darüber und habe ich immer souverän beantwortet. Und eine Journalistin hat dann mal gefragt, ja, aber die wollte wirklich auch wissen, ne? Wie kannst du mir beweisen, dass dein Gott existiert? Wie kannst du mir das beweisen? Und ich stand da und dachte, und ich hatte jetzt überlegt, erzählst du was über die wunderbaren Erlebnisse und das, was du erlebt hast? Und habe gedacht, es ist kein Beweis. Ich kann es dir naturwissenschaftlich nicht beweisen. Und dann habe ich mich gefragt, woran hängt mein Glaube eigentlich? Was ist, woran? Und am Ende war es, habe ich gesagt, mein Glaube hängt, wenn ich wirklich ehrlich bin mit mir selber, hängt mein Glaube an dem Ja, dass ich zu Gott gesprochen habe und dass Gott zu mir gesprochen hat.
Das ist ein ganz dünner Faden, an dem ich hänge, aber dem halte ich fest. Ich kann es dir nicht beweisen, aber ich kann nur sagen, in meinem Leben war meine Erfahrung so, dass das getragen hat. Dieser Faden hat gehalten bis heute. Also ein Beziehungsgeschehen, Beziehung hat ja ganz viel mit Vertrauen zu tun. Ich kann natürlich auch philosophisch, kann ich dir sagen, also ohne ein Gottesbild kommst du nicht aus, auch in der Naturwissenschaft. Ja, ohne einen Ursprung, du kannst ihn sozusagen wegdiskutieren, aber du setzt immer irgendwas dahin. Ja, aber ist das ein persönlicher Gott? Und weißt du, ob da am Anfang jetzt ein Gott, der fern ist, der spielt für mich heute keine Rolle mehr. Und die Frage ist am Ende, ist es ein persönlicher Gott? Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Also, ja, du hast es eben jetzt schon erwähnt, Genesis. Und da sind jetzt mehrere Fragen dazu. Muss man das wörtlich verstehen? Wie muss man das denn verstehen aus naturwissenschaftlicher Sicht? Warum finden wir zum Beispiel nichts über die Dinos in der Bibel, wenn das doch irgendwie alles so schön wissenschaftlich auch ist? Ist die Menschheit nur 6000 Jahre oder die ganze Welt nur 6000 Jahre alt? Weil wenn man das nach hinten rechnet, den Stammbaum, dann müsste das ja so sein. Also wie muss man das denn alles verstehen? Was hat denn jemand gemacht? Jemand hat Wissenschaft, Natur, also Mathematik benutzt, um sozusagen anhand der Bibel durchzurechnen, wann die Welt entstanden ist. Also er benutzt Wissenschaft. Ja, leider nicht die richtige Datenlage benutzt, also Schlussfolgerung. Nein, die Natur erzählt uns, wie groß und wie alt sie ist. Und wir sehen ein Weltall, was Milliarden Lichtjahre groß ist. Wir messen, wie groß die Lichtgeschwindigkeit ist. Wir wissen, dass das Universum Milliarden Lichtjahre alt sein muss. Es sei denn, irgendwie hat uns betrogen. Ja? Aber kann es da nicht sein, dass die Bibel uns betrügt und dass die gar nicht recht hat? Nein, ich sag mal, also die Naturwissenschaft, die Schöpfung sagt, dass es Milliarden Jahre alt sind. Und wenn du dir anguckst, wie Schöpfungsgeschichte beschrieben ist, dann sind da Tage als Epochen sozusagen. Ne? Da geht ein Tag auf und dann entsteht was und wieder was Neues. Und der menschliche Tag, der entsteht hier erst am vierten biblischen, am vierten Genesis-Tag. Ja, also wo die Erde, wo der Mond und die Sonne und die Sterne entstehen und die uns die Zeiten geben. Also die menschliche Zeit entsteht bei Genesis erst am vierten. Also auch rein theologisch kann ich das echt nicht nachvollziehen, dass man sagt, das sind 6 menschliche Tage. Das finde ich auch eine Verkürzung Gottes, dass man sagt, Gottes Tag ist genau mein Tag, wo auch steht, 1000 Jahre sind wie ein Tag vor Gott. Ja, also du kannst die Bibel nicht so benutzen, um da mathematisch durchzurechnen, um dann zu so einer Aussage zu kommen. Du kannst aber andererseits sehen wir tatsächlich da eine Entwicklung. Wir sehen, da am Anfang war das Licht, dann war da die Materie, die sich geteilt hat, dann waren da Entstehung der Erde sozusagen, dann stehen die Pflanzen, die Tiere und der Mensch. Also das ist so beschreiben wir die Welt noch heute eigentlich. Also nicht 6000 Jahre. Wobei, wenn jemand sagt für sich, ich bin kein Naturwissenschaftler, mich interessiert das alles nicht, für mich die Welt 6000 Jahre, okay. Aber sag mir nicht, das ist sozusagen das, was die Bibel erzählt und sag mir nicht, das ist, wo die Natur ist und so, wie ich die Naturwissenschaft lesen muss. Ich glaube, mir persönlich hilft da auch immer noch die Frage danach, was für eine Textgattung habe ich eigentlich vor mir. Wenn ich mir die Genesis-Erzählung anschaue, ist das ja eine sehr hymnische Sprache im Hebräischen. Sie benutzt durchaus das existierende naturwissenschaftliche Weltbild ihrer Zeit. Sie benutzt auch historische Zusammenhänge ihrer Zeit, das muss man natürlich auch mitnehmen. Aber es ist tatsächlich, wie du sagst, für mich auch eine prophetische Sprache, wo sehr viele Weisheiten drinstecken, die eigentlich über das reine naturwissenschaftlich hinausgehen. Und erstaunlich präzise ist. Vielen Dank. Hier vorne ist eine Frage von einem Physiker aus Aachen. Na, du weißt ja alles, okay. Der wurde aber nicht Stempel auf der Stirn. Er wurde jetzt nicht bezahlt dafür, dass er die Frage stellt. Ja, guten Tag. Meine Frage ist, warum sind die Fundamentalkräfte irgendwie klarer und sichtbarer, manchmal scheinbar als Gottes Kraft? Und nehmen wir zum Beispiel die Passage aus Römer 1,20, so, da steht drin, wir haben eigentlich gar keine Ausrede. Und insbesondere in dem Hinblick irgendwie, was ist überhaupt diese Kraft? Ist das auch sowas wie eine Fundamentalkraft? Irgendwie, wie würden Sie diese Kraft definieren? Können Sie da ein Beispiel geben, wie diese Kraft gewirkt hat, wo sie sichtbar geworden ist in Ihrem Leben, obwohl sie irgendwie unsichtbar ist gleichzeitig? Und woher kommt diese Gewissheit, obwohl wir hinter die Grenze des Messbaren gehen? Okay, wie viele Stunden haben wir noch für heute? Nein, ich habe das im Vortrag schon mal kurz angedeutet. Für mich sind sozusagen auch
die Naturkräfte, Kräfte Gottes. Ja? Also, das, wir tun heute so, als wäre das, hätte das überhaupt nichts mit Gott zu tun. Aber das ist sozusagen in dem gesamtheitlichen Bild, das ich habe, ist das für mich Teil der Schöpfung, also auch Gotteskraft, die sich dort deutlich macht und die verlässlich ist wie Gott selber. Ja, also das ist ein Aspekt Gottes, das ist nur ein relativ liebloser Gott, wenn das alles wäre. Ja? Und das Gottes Kraft, sozusagen jetzt im Geistlichen, ist ja etwas, was mich persönlich anspricht, was mir Hoffnung gibt, was mir Kraft gibt im Leben und wo ich merke, dass sozusagen, wenn ich mit diesem Gott wechselwirke in irgendeiner Form, dass das mein Leben verändert. Und das ist etwas, was ich nur hören kann von Menschen, was ich nur selber erleben kann. Und wie das passiert, ja, wenn ich das beschreiben könnte naturwissenschaftlich, wäre das auch kein Geheimnis mehr. Dann wäre es letztlich auch kein, dann wäre Gott komplett naturwissenschaftlich beschreibbar. Also das, was dieser Aspekt Gottes, den ich naturwissenschaftlich beschreiben kann, den beschreibe ich naturwissenschaftlich, die Kräfte sozusagen oder die Kraft Gottes, die das nicht ist, geht eben darüber hinaus. Vielen Dank. Was empfiehlst du Leuten, die aber sagen, also Gott, an den glaube ich nicht oder ich habe große Vorurteile dagegen? Das ist ja das ist wunderbar, dass du das schon mal so formulierst. War ich jetzt gar nicht, aber... Nein, ich weiß. Nee, ist schon klar, dass du das... Nein, aber es ist... Also da würde ich sagen, hör nicht auf zu fragen. Ja, bleib da auf der Suche. Und das Einzige, was mich sozusagen irritieren würde, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich will da gar nicht drüber reden. Also lass uns da hinsetzen, wir reden da stundenlang drüber und wir diskutieren und wir teilen unsere Lebenserfahrungen. Und ich hoffe, du nimmst mir ab, dass diese Gotteskraft irgendwie schon auch eine verändernde Kraft in meinem Leben hat und auch in anderer Menschen Leben hat. Und wenn das für dich noch nicht so weit ist, ist das okay. Aber lass uns im Gespräch bleiben. Und vielleicht irgendwann kommst du an den Punkt, wo du feststellst, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Ne? Also, und ich will mich vielleicht dann doch darauf einlassen, zu sagen, okay, ich will mal glauben. Ich tue mal so, als ob es diesen Gott gäbe. Ne? Das ist so mein Rat. Ich sage, tu mal so für ein Jahr, als ob es Gott wirklich gäbe und probier es mal aus. Also ein sehr dialogischer Zugang und mit sehr viel Respekt den Menschen ja. Begegnen. Das, also so kann man das moderner Foto formulieren. Ja. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum direkt ganz hinten? Ja, Zeit ist ja ein großes Element und ein wichtiges Element in unserem Verständnis für unsere Welt. Der erste Teil meiner zweiteiligen Frage wäre, ist Zeit Bestandteil des Schöpfungsakts? Hat Gott Zeit geschaffen? Er ist ja in der Ewigkeit, wir sind in der Zeit, hat er das extra gemacht? Und wenn Zeit mit Licht zusammenhängt, könnte es sein, dass der erste Schöpfungsakt von Gott in der Schöpfung, im Schöpfungsbericht, nämlich dass er Licht schafft, ein versteckter Hinweis dafür sein, dass er erstmal Zeit geschaffen hat, damit es ein Vorher und ein Nachher gibt. Haben Sie mein Buch gelesen? Nee, weil genau das ist natürlich genau das, was ich denken würde. So, es ist kein Beweis, aber wenn man guckt, also sozusagen, also mit dem ersten Wort entsteht der erste Tag, entsteht die Zeit. Und tatsächlich naturwissenschaftlich ist Zeit eigentlich auch über Licht definiert. Zeit hat immer noch ein Geheimnis, also wir wissen nicht genau, was wirklich die Natur der Zeit ist, aber sie ist Teil der Entwicklung. Und ich würde sagen, die Zeit ist sozusagen mit dem ersten Wort in die Welt gekommen. Übrigens, ich wollte noch was auf die Kraft, das war mir eben im Kopf, auf Ihre Frage, wenn ich noch ganz kurz darf. Sie sagten ja, wir sehen die Kräfte. Nee, wir sehen die überhaupt nicht. Wir sehen die Wirkung der Kräfte. Kein Mensch sieht eine Kraft. Wir messen sie in einer verlässlichen Art und Weise, aber wir beschreiben sie als Kräfte. Das ist eine mathematische Beschreibung, sind diese Kräfte. Und es ist letztlich, also kein Proton weiß, dass es eine Kraft gibt, so eine elektromagnetische. Das verhält sich aufgrund dieser Kraft. Und Schwerkraft zum Beispiel war erst eine Kraft und war dann eine Eigenschaft von Raum und Zeit und wird sich auch noch weiter transformieren. Also es ist immer der Begriff der Kraft ist eine naturwissenschaftliche, mathematische Annäherung an die Wirklichkeit, aber nicht eine komplette Beschreibung der Wirklichkeit.
Das sagt ein Physiker, ist da vielleicht, denkt er, er hat das alles begriffen, aber tatsächlich, wir haben ein paar Naturkräfte und es sind Modelle für das, für die Wirklichkeit, aber es ist nicht die Wirklichkeit selber. Das ist jetzt, ja, das ist vielleicht ein bisschen eine abstrakte Diskussion. Noch eine eher abstrakte Frage, ja. Aber die ist hochgevotet worden. Wie kann man sich die Welt bei T gleich 0 vorstellen? Also ohne ja, gar die nicht. Zeit? Ja. Ja, das ist das Entscheidende. Danke. Das, ist wirklich ja, nee, das war eine kurze Frage, darum jetzt noch eine. Ja. Ja, das ist das Frustrierende, dass sozusagen da unsere ganzen Modelle zusammenbrechen, ne? Und die Mathematik auch zusammenbricht. Ja. Ich glaube, jetzt ist die letzte Frage, wobei ich habe hier vorne, hat sich einer die ganze Zeit noch gemeldet, vielleicht nehmen wir die dann auch noch, aber ich lese schon mal die die vorletzte Frage ist, wenn ich mir Ihren Vortrag so anhöre, müsste es doch eigentlich viel mehr Wissenschaftler geben, die gläubig sind. Warum ist das nicht so? Es gibt auch eine ganze Menge. Ich glaube, es ist ungefähr proportional zu denen wie in der Gesamtbevölkerung. Also wenn ich jetzt in der Akademie bin, in Holland, gibt es eine ganze Reihe von Kollegen. Nicht jeder ist so sichtbar, aber es gibt eine ganze Menge. Okay, dann hier noch eine Frage. Die Dame da. Ach, noch zwei dringende Fragen da links. Ich versuche schnell zu sein. Wie stehen Sie zu der Sintflut und den Sachen, also ob die so stattgefunden haben? Und wenn, was ich jetzt erwarten würde, Sie sagen, das hat nicht so vielleicht genau so stattgefunden, woher sagen Sie dann, der Stammbaum und das hat nicht wörtlich stattgefunden, aber diese Bibelstellen sind wörtlich zu verstehen? Also an welchem Punkt bricht dieses ja, man muss halt zusammen? Immer gucken, was für ein Typ Text hat man. Ja, also Genesis ist tatsächlich aufgrund der, ein prophetischer Text aufgrund der damaligen naturwissenschaftlichen und historischen Erkenntnisse, aber ich denke auch mit einer prophetischen Voraussicht. Ich denke, dass die Sintflut auch Erfahrungen, Überflutungserfahrung, Zerstörung, Naturzerstörung, existenzielle Zerstörung ganzer Kulturen beinhaltet. Und das sind Urgeschichten, die sozusagen in kurzen Geschichten echt große Menschheitsabschnitte zusammenfasst und dann verbindet mit persönlichen Erfahrungen, die sozusagen einer wieder prophetischen Geschichte zusammenfassen. Das sind die ersten Urgeschichten, bis hin zu Turmbau und zu Babel auch, der auch eine sehr interessante Geschichte ist, also sozusagen die Entwicklung der ersten Zivilisationen und so. Also jeder diese Urgeschichten, ich würde die mal sehr genau lesen und nicht lesen mit dem, wie mir das erzählt wird, wie das ist, sondern was da steht und dass wir auf dem Hintergrund auch der, was wir nur wissen über die Entwicklung der Menschheit, dann entdecken wir sehr viele Wahrheiten darüber, wie die Menschheit sich entwickelt hat und was sie Erfahrungen gemacht hat. Da steckt sehr viel Tiefes drin. Also ich kenne einen ganzen Wissenschaftler, einen atheistischen Wissenschaftler, der ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, wie eigentlich sozusagen die ersten Urgeschichten, ja, Urerfahrungen der Menschheit aufgreifen. Also insofern richtig sind, aber ich darf die da nicht lesen wie so ein Telefonbuch. Eine Frage noch da hinten. Ja. Moment, das Mikrofon. Unser Gottesbild ist doch sehr menschenzentriert und ich frage mich, wie sich dann potenzielles außerirdisches Leben da so einsortieren lässt. Ja, die Frage kommt fast immer an jedem Vortrag. Also auch Leben im All ist wäre Teil der Schöpfungsordnung und würde im selben Universum stattfinden, in dem wir auch stattfinden, insofern letztlich auf den gleichen Schöpfer zurückgehen. Es könnte eine andere geistliche Entwicklung haben, andere Fragen, die dort sind. Das würde ich dem zugestehen. Aber am Ende, wenn Gott noch anderes Leben irgendwo anders geschaffen haben will, dann kann ich ihm das nicht verbieten. Und da würde es andere Geschichten und andere Leben, weil es hat ja auch nicht jede wirkliche Geschichte in die Bibel ihren Weg gefunden. Nicht? Die Bibel ist ja nur ein kleiner Ausschnitt der gesamten Gotteserfahrung der Menschheit. Also es gibt viele Sachen, die wir heute auch noch in die Bibel setzen könnten eigentlich, wenn wir, ja, aber machen wir nicht, auch aus gutem Grund. So, jetzt eine letzte Frage, beziehungsweise es gibt natürlich im Anschluss noch Zeit, bei Getränken den Herrn Falke noch weiter zu löchern. Ich wollte noch mal fragen zu dieser Drei-Körper-Simulation. Da waren ja teilweise diese weißen Bahnen und einmal die roten Bahnen. Die weißen waren in der Zeit rückwärts. Ja. Und die waren ja nur zeitweise zu sehen. Das heißt, größtenteils ist vorwärts und rückwärts identisch.
Das und erwartet man aufgrund der Gleichung, ja? Ja, und die weißen Bahnen sind jetzt nur aufgrund der Plancklänge, weil man nicht die genaue Position bestimmen kann. Also es ist, aber in der Realität würde ich erwarten, wenn ich den Film rückwärts laufen lasse, müsste das ja eigentlich genauso sein, wie wenn ich ihn vorwärts laufen lasse. Nee, weil sozusagen auf kleinster Skala die Natur nicht mehr scharf und genau ist. Auf kleinster Skala, auf der Quantenskala ist die Welt fundamental unscharf. Und obwohl auf einer kleinen Quantenskala, auf unendlich kleiner Skala, hat das Auswirkungen über Millionen Jahre für die Entwicklung ganzer Sternen und Sternensysteme. Und das ist real. Das ist nicht ein Messfehler oder das ist nicht ein Fehler in der Berechnung, sondern das ist reale Welt. Und ich meine, die reale Welt ist eben viel komplizierter. Und das ist eben der entscheidende Unterschied. Wir denken immer, wir sind einfach, haben noch nicht genug Physik verstanden oder wir haben noch nicht genug gemessen oder irgendwas. Nee, die moderne Physik zeigt, dass diese Unschärfe ist Teil der Physik. Ja. Und das war eben, er konnte es zum ersten Mal sozusagen mal einfach durchrechnen. Man hat es letztlich erwartet, aber er konnte eben so genau rechnen, dass man das zeigen konnte. Alles klar, ganz, ganz vielen Dank, Heino, dass du dich auch unseren Fragen noch gestellt hast und glaube ich nachher auch noch ein bisschen hier bist, falls noch jemand weitere Fragen hat, was also auf jeden Fall im Slido der Fall ist. Vielen, vielen Dank für deine inspirierenden Gedanken. Okay.